ihn schaut, lauter Halbverrückter. Nirgends ein normaler Mensch. Nach 2, 3 Jahren unter solchen Leuten wirst du selber irre und merkst es nicht mal. Es passiert automatisch. Also das Stück heißt im Untertitel Szenen auf dem Lande und spielt auf einem Gutshof. Und die Gesellschaft, die da lebt, repräsentiert eigentlich einen Querschnitt durch die Gesellschaft. Das Stück beginnt mit dem großen Erwachen von Onkel Vanya, der entdeckt, dass der Anspruch, dass er hier ein Gut bewirtschaftet, wo andere davon profitieren, ein rein behaupteter ist und dass das Schmarotzer sind. Bis vor einem Jahr habe ich mich genau wie du verzweifelt darum bemüht, mir mit dieser ganzen Scheingelehrsamkeit den Blick zu benebeln, damit ich das wirkliche Leben nicht sehen muss und hielt das auch noch für sinnvoll. Aber jetzt, du hast ja keine Ahnung! Ich kann nachts nicht mehr schlafen vor Wut, dass ich so gedankenlos meine Zeit vertan habe, während ich alles hätte haben können, wofür ich jetzt zu alt bin! Ah, Onkel Vanya, das ist langweilig! Ihr seid für mich da nur Mikrobe. So klitzekleine Käferlein. Ich liege unten und mal oben. Doch liegst du meistens ganz allein. Ja. Ganz egal, ich liebe diese Frau. Es hat eine sehr einen komischen Aspekt. Im Grunde genommen meint ja Tschechow nicht, dass wir tragisch mitleiden sollen mit diesen Figuren, sondern dass wir durchaus mit einer Distanz sehen, mit welcher Lächerlichkeit sie flüchten vor dem, was anzupacken wäre. Ein früher Woody Allen versuchen wir. Also zum Beispiel hier, in diesem Gebiet ist sehr viel blau. Da gab es ganze Pferdeherden. Jeder Hof hatte mindestens 3 Pferde. Jetzt schauen wir hier weiter. Ich will leben! Ich liebe Erfolg! Anerkennung, Aufregung! Und hier ist es wie in der Verbannung. Sich jemals nur nach der Vergangenheit sehnen.